Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum Epilog von Days Gone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr unseren Kanal noch nicht abonniert. Dann tut das doch jetzt. Ja, das Spiel ist noch nicht komplett zu Ende. Beziehungsweise die Hauptstory ist gespielt. Aber man kann hier noch weiter zocken. Ja, deshalb nennt man das ja auch Epilog. Ich bin nicht so klug wie du. Aha. Oh oh. Oh oh. Schreierpussy. So, ich fahre jetzt zu unserem Job. Finde deine Ringe. Natürlich gleich 2 Kilometer weit weg. Wie soll es auch anders sein? Tja. Mal sehen, was unterwegs so alles gibt. Wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht die ein oder andere Horde. Horde? Wer weiß. Nö. Ich fand die letzte Horde schon ultra nervig. Unsere extra lange Horde? Ja. Die Sägewerk-Horde? Ja, genau die. Freunde, wer schreit denn da so? Was zum... Ich glaube fast, es ist deine Mama. Babbel doch kein Kack, Mann. Was haben wir denn hier? Aha. Ich hab doch Kerosin gesehen. Das hat meine Mama für dich dahingestellt. So ist es. Mhm, ist klar. Doppeltes Kerosin. Jetzt geht's ab. Total. Wer ist das? Wen höre ich denn da? Was ist denn? Wann? What the heck? Ich mach mich mal ganz locker hier. Irgendwo. Das ist bestimmt ein Bär oder so ein Scheiß. Mami! Das ist aber nicht meine Mami. Ich hab doch gesagt, die lauert hier irgendwo auf. Das ist sie doch gar nicht. Sein Kopf, Mann, sein Kopf. Oh! Ben. Oh, Scheiße. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Geh aufs Bike. Schwing die Hupe, Alter. Shit, ey, shit. Jetzt konzentrier dich, wenn du da durchfährst. Ach du Kacke. Da kommt da so ein Brecher um die Ecke und bringt ein paar Freunde mit. Eine große Katze. Eine große Katze auch noch. Das ist also... Hab keinen Bock jetzt auf eine große Katze. Alter, einfach mal so, weißt du? Kommt da ein Haufen Arschlöcher angerannt. Ja, schon. Ah, ja, doch, jetzt ja, geht's ja, hier überall. Ja, Alter! Ja. Was geht denn hier ab? Oh shit! Oh shit! Wow! 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 Was? Oh. Komm, gib mir mein Bike wieder. Oh nee! Unfassbar. Ich hab so das dumme Gefühl, da kommt gleich noch ein ganzer Haufen. Alter. Boah, Arschloch. Alter, was ist das denn hier? Fluss? Links, Mann, wo fährst du denn hin? Sorry. Oh, hast du Augen im Kopf? Nein, Dings! Rechts! Folge der Karte, nein! Bist du denn blöd, Mann? Links du und rechts? Du musst da hinten an dem LKW vorbei! Ja, da bin ich doch alles lang! Bist du denn beschränkt oder was? Boah! Schickst mich hier die ganze Zeit in die falsche Richtung! Ja, dann guck doch mal auf die Karte! Ja, will ich doch! Gibt's doch gar nicht, ey! Unfassbar. Statt einfach gleich hier lang zu fahren.
Ja, du spielst doch. Gar nicht. Doch. Oh, oh. Ja, ei. Oh Gott. Ist der gerade gekrabbelt, Alter? Ja. Also so auf allen Vieren wie ein Hund? Ja. Ich hab's Gefühl, hier geht's ihm ordentlich ab. An jeder Ecke lauert irgendein Arsch. Jetzt pass mal auf, guck mal, guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Bams. Was soll das denn bitte gewesen sein? Genau. Okay. Alter. Nee. Woher wusste ich das bloß, dass du da voll runterfällst? Du hast ja bald so viel Talent wie ich, du. Du weißt schon, dass da Nester sind und dass da immer mehr kommen und sowas. Und so. Oh Mann. Können wir an der Hose riechen? Genau. Alter. Bams. Oh fuck. So. Ja, mach die. Ja. Ratatatang. Ja. Alter. Oh, ich bin so dumm. Oh, shit. Schön mit dem Knie eine verpasst. Alter, was geht denn hier ab? Ich bin voll auseinander. Du kackst irgendwie voll ab, kann das sein? Ja. Warum? Wieso? Weshalb, warum? Eigentlich ist die Brücke schuld. Die Brücke. Ja, die Brücke schuld. Quatsch. Haha. Bist du da nicht runtergefallen? Wo? Wo? Die Mauer runter. Die Brücke, Mann. Ja, bin ich doch. Oh. Ganz klar. Ja, mach Dinger, das haben wir alle gesehen, dass du da runtergefallen bist. Wie wär's, wenn du jetzt mal dein Bike holst, deinen Hintern darauf schwingst und dich verpisst? Warum? Warum? So voll die Party hier. Total. Scheiß. Freaker Party. So, Alter. Und jetzt? Reparier mal, ne? Komm, geh drauf. Bike ist blockiert hier, jetzt? Soll ich damit jetzt machen? Hallo? Entblockieren. Warum schießt du jetzt nicht? Ist das wieder irgendein Problem von irgendwas? Zum Beispiel, dass du nicht nachgeladen hast? Vielleicht? Was zum Geil, da hat jemand gesagt, knallt ihn ab, hast du gehört? Ja. Da kommen irgendwelche Pickos. Oh. Boah. Aha! Oh! Da! Oh. Knall ihn ab! Drecksack! Das war eine Sie. Drecksäckin. Stück Arsch. Ein Stück Arsch. Sauber! Sehr schön. Gut. Okay. Ah ja. Haben wir es jetzt alle platt? Ja, und wie kriege ich das Bike jetzt weg? Gar nicht, wie du siehst. Du bist so dumm da runtergefallen. Okay. Das ist blöd. Was ist denn das für ein Beschiss schon wieder? Kann es mal einer sagen? Bike ist blockiert. Ja, Junge, das wissen wir.
Ja, wie krieg ich es jetzt weg? Willst du mich vergackern oder was? Tja. Was zum Teufel hast du vor? Nee, Nix. ne. Oh ja, keine Ahnung. Ist doch scheiße ohne Bike. Ja, das musst du schon jetzt wiederbekommen irgendwie. Ich hab grad mal Langeweile. Ich räum mal das Nest hier. Was? Jo. Nee. Wirklich jetzt. Nichts was zu tun für zwischendurch. Ja, das bringt dein Bike auch nicht wieder. Nee. Okay, was könnten wir denn jetzt hier machen, um das Bike wieder zu bekommen? Das weiß ich leider auch nicht, vielleicht. Kann ich hier das Auto schieben, ne? M-m. Bist du ernsthaft so dämlich da drauf gefallen oder was? Jo. Wirklich jetzt? Jo, Bike ist blockiert, ja, das ist schön, Leute. Probier's mal jetzt. Hey! Ah, jawohl. Ey, was ein Schrott. Zieh ich ab, ey. Das war doch jetzt echt doof, oder? Ja. Was, Brecher? Der kann mich mal, ganz im Ernst. Ich kann auch mal. Kreuzweise, um es genau zu nehmen. Weiß noch, als er der Säge bei der, ja, okay, warte, Wow, da. Bär. Oh, guck mal, Winnie Pooh. Als bei der Sägewerkhorde auch ein Brecher kam. Ja, so aus dem Nichts, so von hinten. Brecher, ich glaube noch was, oder? Ein Bär, war nicht auch ein Sprinter da? Oh ja, ein Sprinter war auch noch da. Ja, stimmt. Da habe ich gedacht, die wollen mich echt fertig machen, ne? Alles am Start. Meine Nerven lagen schon blank, weil wir keine Muni hatten. Sorry. Also kein Napalm, kein gar nichts. Ja, nix. Wir hatten gar nichts. Nur ein Haben wir PC. wirklich, ja. Wir haben ewig gebraucht, um die fertig zu kriegen, ne? Ganze 2 Stunden. Ja, eine Kanne, einen Lappen. Falls ihr euch das mal angucken möchtet, dann guckt euch doch Part 1 der Sägewerkhorde von uns an. Ihr solltet ein paar Kaffee oder ein paar Red Bull oder ein paar Chips oder so daneben legen, weil das dauert ein bisschen. Ein klein wenig. Ja, und für Part 2 dann, ja, nochmal die doppelte Menge vielleicht an Bam. Chips, Bier und so weiter. Oh, Hammer. Okay. Mann, jetzt fahr doch mal zu seinen scheiß Ringen, ey. Ja, schau doch. 10 Stunden nur so verpisste Ringe zu suchen. Genau, bumm. Kann nichts dafür, dass die immer so langsam sind. Ui. Oh. Brennt alles. Ich hab einen Ring um meine Guck Eier. mal, was mit deinen Eiern? Der tut away your wire. Kennst du das von früher? Nee. Ich weiß leider nicht mehr, wie es weitergeht. Oh. Ist ja eine Oma mit dem Rolli schneller, ey. Hier in den Camps, da fährt er immer so langsam. Ja, aber warum? Das ist doch gar nichts, wo man drauf achten müsste. Ich verstehe es auch nicht.
Ich meine, da laufen jetzt keine Schulkinder lang. Ne. Dein Ernst? Hier sind sie. Gut. Ich will, Süßer. Mission ist abgeschlossen. Ja. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Oh Bis mein dann. Gott. Tschüss.